Unendlich viele da vorne. Da laufen sie. Auf dem anderen Ufer. Alter. Das hört nicht auf. Berlin waren es nur wenige. Magdeburg ist heute mit 13 Demonstranten auf die Straße gegangen. Leipzig hat es ganz abgesagt. Leipzig sollte eigentlich eine Demo stattfinden, aber wurde dann abgesagt. Ja, was ist los? Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum zu einem neuen Zadlog hier aus Leipzig. Ich sitze hier auf dem zentralen Marktplatz oder irgendwie so auf einem bekannten Platz in Leipzig. Und ja, ich war jetzt für euch eine Weile unterwegs und habe mal ein paar Wahlplakate angeschaut. Ja, und ein bisschen darüber geredet. Mal schauen, was daraus geworden ist. Ja, mal ein bisschen interessantes, thematisches Gerede. Ja, Wahlplakate analysieren. Wir haben sie nicht wirklich analysiert, aber schaut selbst zum Thema Europawahl heute dieses Video. Ja, ich habe versucht, mal ein paar Passanten vor die Kamera zu bekommen. Ja, schaut selbst ein Video ab. Hier habe ich auch schon diese interessanten Wahlplakate gesehen. Die können wir auch mal analysieren. Das ist ganz interessant. Die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Ganz viele Plakate hier. Die meinen auf ihren Plakaten ja ziemlich Verschiedenes. Also die werben ja für jedes Thema. Aber ich habe auch hier ein bisschen was anderes gesehen. Schauen wir mal, was wir hier kriegen. Erstmal einen Eindruck verschaffen, dann können wir danach drüber reden, können wir mal analysieren. Erst beobachten, dann analysieren. Hoch die internationale Solidarität. Ja, hier haben wir in verschiedenen Sprachen scheinbar irgendwie zusammengesetzt, da sehe ich Russisch. Ja. Alles klar. International. Verstehe. Ich habe mal gleich gegenüber. Ich werde Teil der Rebellion. Ja, konsequent. Und wieder die internationalistische Liste. Auf der anderen Seite habe ich auch was gesehen. Da haben wir Proletarier aller Länder, vereinigt euch, konsequent. Konsequent ist wohl immer das Unterpunkt, der Unterton. Mal die Sozen, die SPD mit Leonie Weber. Ja, ein ganz klassisches Wahlplakat. Sozialdemokratisch Leipzig, dein Leipzig, Hashtag. Ja, auf der anderen Seite. In Heiko Oswald, beide für Leipzig, für die SPD, ja, gerade von der Grünen, ja, ich musste hier gerade um die Ecke, wir gehen gleich zurück auf die Hauptstraße, ja, eine mutige Gesellschaft, da steht, da lässt sich keine Angst machen, ja, komm, wir bauen das neue Europa, ja, auf der Rückseite steht auch noch was, dasselbe, alles klar. So, dann haben wir hier auch noch mal die SPD. Sehr gut. Da ist ein ganz schönes Bild hier. Mehrere Plakate, mehrere Parteien hintereinander. Die NLPD hier ist überall. Da haben wir die SPD. Da hinten sehe ich eine Grüne. Die Katharina Kraft. Jo. Alles klar. Wieder, weil wir hier leben. Okay. Ganz viele Parteien hintereinander. Hier die MLPD, die SPD, dann die Grüne. Dann ist sie wieder da und dann ist die Grüne. Nein, die SPD ganz hinten. Ja, hier der Heiko Oswald. Hatten wir, glaube ich, schon. Dann die Grünen. Freiheit, Gleichheit und Schwesterlichkeit. Kein Kommentar. Ja.
Kommt, wir bauen das neue Europa. Ja. Auf der Rückseite dasselbe. Protest ist links, was auch sonst. Nee, irgendwie nicht. Aber gut. Der Rechtsruck der Regierung. Alles klar. Und da sehe ich was Interessantes. Ein Wahlplakat der Linken. Sind sie auch vertreten hier. Ja, hier der SPD-Mann. Sind ja alles ganz sympathische Männer hier. Männer und Frauen. Natürlich. Ja, macht euch selbst mal ein Bild. Und ja, ihr dürft natürlich wählen, wen ihr wollt. Das ist natürlich eure Freiheit in der Demokratie. Die Linken auch hier vertreten. Sozial kompetent und bürgernah. Ja, ich weiß da nicht. Erstmal unkommentiert wollten wir das machen. Falls wir es überhaupt kommentieren. Franziska Riekewald und Siegfried Schlegel von der Linken. Ja, auch die mal hier vertreten. Alles klärchen. Und auf der Rückseite haben wir hier noch eine Forderung. Stadtentwicklung nur Investoren überlassen. Fragezeichen. Machen wir nicht. Die Linken. Ja. Und da mal wieder SPD, die Linke auch wieder und die MLPD und hinten wieder die SPD. SPD und MLPD ist ja wirklich sehr oft vertreten. Scheint wirklich was zu bringen, weil man baut seine Plakate ja nur auf, wenn es irgendwo, ja, man denken könnte, da gibt es Wähler. Ich hänge ja natürlich mir nicht Plakate auf in Gebieten, was absolut abwegig ist, wo niemand diese Partei wählt. Also wird schon irgendwas dran sein. Das hier. SPD, Linke, vielleicht ein bisschen MLPD, vor allem SPD und MLPD. Kundschaft finden. Na, kundschaftliche Wähler. Und hier haben wir das zeitgeschichtliche Forum. Auch nicht uninteressant. Da war ich sogar schon mal drin. Eine Art Museum, wenn man so will. Hier fordert die Linke wieder was. Einfach mal unkommentiert zum Durchlesen. Auf der Rückseite wieder die lieben, der liebe Siegfried, die liebe Franziska. Ja. Hier vom zeitgeschichtlichen Forum. Ein Wahlplakat der Linken. Jetzt haben wir hier mitten auf dem Platz, mitten der alten Fassaden, eine Art, ja, kleiner Palast. So schaut's aus, alles vergoldet, alles, ja, weißer Marmor mit einer Statue davor. Na, Marmor weiß ich nicht, aber weißes Gestein mit gelb-goldener Verzierung. Blau-weiß-gelbem Fürstenwappen wahrscheinlich obendrauf. Das schaut doch hier. Das, ja, ich war schon mehrmals hier in Leipzig, aber ist mir das schon mal aufgefallen, das Ding? Könnte so eine Art Museum sein. Interessant. Das steht halt hier irgendwie mittig drin. Hier hat die Grüne offensichtlich den Platz markiert. Da drüben sehe ich welche. Da, eigentlich an jedem Pfeiler auf dem Platz. Die Grünen mit ihrer Wahlkampfwerbung. Ja, so schaut's aus. Ja, Passanten habe ich jetzt nicht gefunden. Da wollte so spontan niemand vor die Kamera und mir die Frage beantworten, wer denn gewählt wird bei der Europawahl. Ja, schauen wir mal. Ja, könnt ihr höchstens die Tauben befragen. Die Tauben auf der Straße. Ja. Was würdet ihr denn wählen? Ja. Wahrscheinlich die Brotpartei. Die Brotkrumpartei. Ja, die wären, glaube ich, ganz interessiert an einer Brotkrumpartei. Lasst uns eine gründen. Ich fordere Wahlrecht für Tauben, für Tiere generell, für Haustiere und für Säuglinge. Warum sollen die nicht auch wählen dürfen? Tja, die würden bestimmt die Grünen wählen, die Tauben, oder? Was denkt ihr?
Wahlrecht für Tiere, für Haustiere. Lasst uns darüber doch mal in den Kommentaren diskutieren. Warum nicht? Da kann man mal eine ernsthafte Diskussion dran ansetzen. Warum nicht? Rentner dürfen doch auch wählen. Mal ganz satirisch angelegt. Wenn über 80-jährige Leute die CDU wählen dürfen, warum dürfen dann Hunde und Katzen und Säuglinge nicht die Grüne wählen? Eine Diskussion, die man mal anstoßen kann. Warum nicht? Man darf über alles diskutieren. Ja, einfach mal heiter darüber diskutieren. Kam hier heute Morgen in der Straßenbahn hier auf dem Weg. Und heute Morgen, das war 13 Uhr, aber ja, es ist Samstag, also morgens. Kam hier heute Morgen um 13 Uhr in der Straßenbahn die Idee. Ja, warum nicht? Ich fordere. Man kann ja mal anfangen mit dem Einfachsten. Man kann ja mal Wahlrecht für Säuglinge anfordern. Warum nicht, wenn Rentner das dürfen, warum dürfen Säuglinge das nicht? Wahlrecht ab einem Jahr. Ja, Säuglinge vielleicht noch nicht. Also ja, vielleicht sollten sie schon reden können ab 3 Jahren. Ja, warum? Ja, Wahlalter 3 Jahren. Fangen wir doch damit mal an und dann können wir weiter reden, können wir mal weiter gucken. Warum nicht? Lass uns das mal diskutieren. Ja, und damit würde ich sagen, Däumchen nach oben, sollte euch das Video gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen förstlichen Tag. Man sieht sich in einem anderen Video von meinem Kanal wieder oder im nächsten Setlog. Ja. Da spielt jemand heiter Akkordeon im Hintergrund. Auch ganz gute Hintergrundmusik. Nicht schlecht. Ja, habt ihr noch einen schönen Tag, sagt sich das schon. Ja, man sieht sich. Ciao, ciao. Ist natürlich das Hauptthema des Videos. Deshalb habe ich das Ganze überhaupt gedreht. Botschaft dieses Videos: Am 26. Mai sind Europawahlen. Geht wählen, wenn ihr wählen dürft. Geht am 26. Mai zu den Europawahlen wählen und wählt eure Partei.